Ich kann euch aber ein was sagen. Also ich habe schon ein Video, das habe ich sogar schon hochgeladen auf nicht gelistet. Das kommt dann aber erst am Samstag online zu der ganzen Thematik mit Kuchen.tv und so weiter. Das heißt, am Samstag 12 Uhr kommt noch ein Video dazu. Wird aber eher eine sachliche, neutrale Angelegenheit. Ich kann euch aber von mir aus schon mal sagen, ich bin euch ehrlich, ich war die letzten paar Tage so ein bisschen wutgeladen, was das Ganze anging. Irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht warum, aber irgendwie hat mich das richtig abgefuckt. Aber jetzt, nachdem er das Video rausgehauen hat, ich habe es mir schon privat angeguckt, jetzt, nachdem er das Video rausgehauen hat, dachte ich mir so, eigentlich ist es gut so, ja. Also ich fand das Video gut, dass er das gemacht hat, weil jetzt weiß ich, wie man steht zu der ganzen Situation. Und ja, man kann halt offen miteinander sein. Fertig ist. Und ja, wir gucken uns das jetzt aber gleich an. Okay, ich würde sagen, wir starten mit der Reaction. Also Alpha Kevins, unnötige Fronts gegen mich, Grundogs, 657. Jetzt wird's wild. Jo, Freunde der Freunde. Wie ihr wahrscheinlich mitbekommen habt, hat Alpha Kevin ein Video gegen mich hochgeladen, in dem er viele falsche Sachen behauptet. Aus dem Grund wollte... Ich finde das auch geil, dass er gesagt hat, ich habe ein Video gegen ihn hochgeladen. Ich habe eigentlich ein Video hochgeladen, wo ich Dinge von meinem ersten Video begründe. Und dann habe ich noch Kritik an Tim geäußert, weil ich seine Reaktion auf mich nicht ganz so nice fand. Wollte ich hier einfach selber ein Video dazu machen, um das Ganze halt wieder richtig zu stellen. Aber was ist überhaupt passiert? Alpha Kevin hat ein sehr schlechtes Video hochgeladen, wo er einige große YouTuber und Streamer kritisiert hat. Ich habe dann in meiner Reaction meine ehrliche Meinung dazu gesagt, die halt sehr negativ gewesen ist. Alpha Kevin stört sich hier besonders an zwei Aussagen von mir. Also ich finde das Video von Alpha Kevin so schlecht, also wenn ich ihn nicht kennen würde, würde ich direkt ein Video gegen ihn machen. Ob er da einfach nur ABK die Eier lutschen möchte oder so. Da spiele ich dir doch glatt eine traurige Weise auf der kleinsten Violine der Welt. So ein Bastard, Mann. An sich ist es natürlich absolut legitim, dass sich Alpha Kevin darüber beschwert hat und meine Reaction auch nicht gut findet. Aber die Aktionen, die er seitdem gebracht hat, gehen halt wirklich einfach langsam gar nicht mehr fit und sind komplett übertrieben. Denn in seinem Video bringt er unter anderem folgende Aussagen. Also schade eigentlich, ich hatte mir da wirklich mehr von dir erwartet, muss ich ehrlich gestehen. Ich dachte eigentlich, dass wir halt cool miteinander sind und nicht öffentlich uns als Lutscher bezeichnen. Ich meine, what the fuck, warum? Warum bist denn du so toxisch gegen mich eingestellt, obwohl wir eigentlich cool miteinander sind? What the fuck, habe ich irgendwas verpasst? Er fragt sich halt, warum ich so toxisch bin, obwohl wir cool miteinander sind. Und ja, wie gesagt, die Reaction war halt schon negativ, weil ich das Video und da stehe ich auch immer noch hinter, wirklich schlecht gefunden habe. Mag sein, dass ich in der Reaction ein, zweimal zu harte Worte gewählt habe. Dafür entschuldige ich mich auch. Aber die Aktionen... Ja, aber das ist ja das Ding. Also, er entschuldigt sich halt jetzt. Wisst ihr, wie ich meine? Eigentlich, pass auf, ich erzähle euch jetzt ganz kurz meine Herangehensweise. Ihr werdet das so oder so am Samstag in dem Video nochmal erfahren, wie meine... Also, was eigentlich meine Intention von dem Ganzen war. An sich wollte ich das gar nicht mit einem Video nochmal begründen oder in einem Livestream das nochmal begründen und so weiter, sondern ich habe mir die Reaction von Tim angeguckt. Normalerweise gucke ich mir keine Reactions großartig an, aber ich habe mir das angeguckt, weil mir jemand gesagt hat, hier, Tim hat da, keine Ahnung, hat Tim was gegen dich oder so, und habe ich geguckt, ja, was hat denn Tim da gesagt? Habe ich halt die Reaction angeguckt und dann habe ich mir das so angeguckt, oder beziehungsweise habe ich halt so die Worte gehört. Und da dachte ich mir, warum... sagt man sowas? Und dann habe ich halt Stories gemacht auf Instagram, wo ich mich, oder wo ich so ein bisschen entsetzt war, dass Tim halt so über mich spricht, ne, so mit Lutscher und es war so scheiße, dass ich ein Video gegen dich machen würde ich dich nicht kennen und sowas. Daraufhin habe ich die Instagram-Stories gemacht, in der Hoffnung, dass er die Instagram-Stories sieht und dass er mir schreibt, dass es ihm leid tut, ja. Weil ich bin ja jetzt auch, weiß ich habe das extra auf Instagram erstmal hochgeladen, weil ich wollte jetzt auch noch nicht direkt so ein Video machen oder so, darauf hatte ich da gar keine Lust, ne? Und ja, ich fand die Aktion einfach nicht ganz so nice und habe eigentlich gehofft, dass er darauf reagiert. Dann hat aber Tim auf eine andere Story von mir reagiert und nicht auf die Story mit dem, was er mir gesagt hat, ne? Du hast doch 15 Mal was hochgeladen. Ich weiß nicht, wie viel der Stories waren. Aber ich sag mal so, wenn du jetzt danach gehst, hat Tim auch bestimmt 10 Stories zu mir gemacht. Also küsst ich, eure Eicheln und ich würde jetzt, euch jetzt. Ich würde jetzt tatsächlich noch nicht mal so großartig sagen, dass wir uns da, dass wir da so verschieden sind, was das Ganze angeht. Und ja, Max, echt, da alles gut, Bruder. Wirklich, ohne Scheiß. Ich hab null Probleme mit Tim oder so, ne? Gerade was Private angeht oder so. Ich hätte jetzt kein Problem, 3 Stunden zu ihm zu fahren. Dann trinkt mal was und fertig ist. Also entspannt euch, ja, entspannt euch. Das hier ist eine neutrale Reaction. Ich habe gar keinen Bock, jetzt irgendwie jemand anzukacken oder so. Die Alpha Kevin.
Ja, aber du hättest ihn ja darauf anschreiben können und sagen können, es war Kacke von ihm. Er hätte sich bestimmt entschuldigt. Hätte ich machen können, das stimmt. Aber pass auf, ich erkläre gleich warum. Aber pass auf, er reagiert auf ein Video, wo er zu 0% angesprochen ist. Er reagiert auf das Video. Beleidigt mich daraufhin, als Lotscher und so weiter. Und als redet über mich, als wäre ich halt, als hätten wir noch nie Kontakt miteinander gehabt. Wisst ihr, wie ich meine? Und das halt in der Öffentlichkeit. Da habe ich eine Story gemacht und habe gehofft, dass er auf diese Story reagiert und sagt, hier, sorry, war nicht so gemeint. Dann habe ich mir gedacht, pass auf, dann reagiere ich mal in meinem Stream darauf. Vielleicht kommt er dann darauf. Aber ich wusste nicht, ob er natürlich den Stream anschaut oder nicht. Keine Ahnung. Und dann habe ich noch ein Video dazu gemacht, wo ich aber bloß sachlich gesagt habe, hier, das finde ich nicht so nice. Weil er hat es ja in die Öffentlichkeit getragen. Dementsprechend habe ich das in der Öffentlichkeit ebenfalls ausgetragen. So, das war meine Herangehensweise. Hätte er am Anfang schon gar nicht erst in der Öffentlichkeit gesagt, ja, Alpha Kevin, der Lutscher und was weiß ich. So, ich finde das nicht okay. So, ich finde es nicht okay, wenn man über mich so spricht, wenn man cool miteinander ist. Ja, also ich denke, jeder hat da seine eigenen Sichtweisen. Ich denke, einige von euch würden sagen, ja, ist voll okay, dass der mich als Lutscher bezeichnet, ist mir scheißegal. Aber einige würden vielleicht auch sagen, ey, wir sind cool miteinander, ich finde das nicht nice. So, und genau so sehe ich es halt. Ne, also wenn ich jetzt einen Kollegen habe oder einen Kumpel habe, so, dann würde ich doch nicht über den so reden. Ne, und darum ging es mir. Und es ging mir darum, dass Tim sich da selbst reflektiert und sieht, das war Kacke, was er gesagt hat. Und dass er dann zu mir kommt. Wisst ihr, wie ich meine? Also, dass er einfach mich anschreibt und fertig ist. Seit ihn gebracht hat, sind halt absolut kindisch und übertrieben. Denn erstmal hat er gefühlt 50 Instagram-Stories gegen mich und meine Community gemacht. Danach hat er auf meine Reaction reagiert, hat selber ein eigenes Video gegen mich hochgeladen, hat dann da auf meine Reaction drauf reagiert und als ich in meiner Talkrunde... Warum hast du dich dann aber nicht direkt privat bei ihm gemeldet? Ja, weil ich... Pass auf, hätte ich mich privat gemeldet, hätte er direkt gewusst, was... oder beziehungsweise hätte ich ihn ja fast aufgefordert dafür, dass er sich entschuldigen soll. Er sollte aber von allein drauf kommen, dass das Verhalten nicht nice ist. Und über ihn geredet habe, auch darauf hat er nochmal reagiert. Das Ganze natürlich immer super negativ und angepisst, wegen zwei Sätzen, die ihm in einer Reaction nicht gefallen haben. Vor allem sagt er im Stream dann auch Folgendes. Also anstatt er einfach mal fragt, was los ist oder warum ich was so sehe, und er hatte halt die Möglichkeit auf Instagram, so hätte ich auch kein Video dazu gemacht. Also, du bist maximal getriggert. Aber ich soll mich dann bei dir melden? Ich meine, wenn du ein Problem mit mir oder meinen Äußerungen hast, dann solltest du dich doch melden, oder nicht? Vor allem, nachdem Alpha Kevin mit den ganzen Aktionen so krass übertrieben hat. Kann man, das habe ich ja gerade begründet, kann man auf der einen Seite so sehen, dass, wenn ich ein Problem damit habe, dass ich mich melde. Auf der anderen Seite denke ich mir aber, dann komme ich wieder an wie so ein Hund und denke mir so, lernt er überhaupt daraus oder reflektiert er sich überhaupt? Weil wenn ich ihn jetzt aufwürde, sich zu entschuldigen, dann, keine Ahnung, so, dann ist das absolut sinnlos, ja, weil ich, da kann ich auch mich direkt selber, da kann ich auch direkt sagen, nee, du brauchst du gar nichts dazu sagen, fertig ist. Sagt er in einem Livestream halt wirklich Folgendes. So, aber diese Art und Weise, wie darauf reagiert wird, das zeigt mir halt jetzt schon wieder, dass du halt absolut nicht damit klarkommst. Ja, Alpha Kevin. Ich bin derjenige, der damit nicht klarkommt. Das Ding ist halt, dass ich so auf Kollegen reagiere, wie ich es von denen auch okay finden würde. Wenn jetzt Alpha Kevin so eine Reaction gegen mich gemacht hätte, wäre das für mich komplett in Ordnung gewesen. Wenn das für Alpha Kevin zu viel gewesen ist, dann ist das verständlich. Aber muss man deswegen 100 Stories, 50 Reactions und noch ein komplettes Video gegen mich machen? Vor allem, wenn du mit so einem Argument hier kommst. Ich dachte eigentlich, dass wir halt cool miteinander sind. Dann hättest du doch öffentlich nicht so eine Schlammschlacht starten müssen, sondern hättest dich erstmal bei mir privat melden können, um zu fragen, warum ich so reagiert habe, beziehungsweise, dass du das nicht in Ordnung... Was, zum einen verstehe ich, dass er sich selber entschuldigen, aber das Ding ist halt, er wusste nicht, dass es für dich nicht in Ordnung ist. Natürlich wusste... Also Helena, nach meiner Instagram-Story wusste er ja, dass ich das nicht okay fand. Natürlich ist das nicht Schlammschlacht, gar keine Frage. Wie gesagt, es ist alles cool zwischen uns. Natürlich ist jetzt ein Schlagabtausch, es ist auch kein Beef oder sowas. Ich glaube, bei der ganzen Situation, zum einen habe ich ich habe natürlich sehr emotional gehandelt, weil ich in der Situation war, wo ich mir dachte, Junge, also erlaub dir doch nicht immer alles, nur weil du über Leute sprichst, die du kennst. So, die Situation hatte ich so. Deswegen war ich ein bisschen emotional drauf und dachte mir so, Alter, wir sind eigentlich gut befreundet, beziehungsweise wir haben schon viel miteinander gemacht. Also ich habe mit Tim, was es so Privates angeht, habe ich mit Tim am meisten gemacht von allen, die ich jetzt so von YouTube kenne und so. Und dann sagt er halt sowas, natürlich war ich extrem enttäuscht. Hab dann die Story gemacht. Dachte, naja, der wird schon auf die Story drauf eingehen, hat aber nicht auf die Story geantwortet, sondern auf eine andere Story, wo er dann auch so ein bisschen abgefuckt war. Keine Ahnung, ich fand es halt auf der menschlichen Ebene nicht so nice. Ich kann es verstehen, wenn jetzt Leute sagen, ja, du hättest dich melden sollen, aber
Ich glaube, aufgrund dessen, dass ich einfach so ein bisschen geladen war, habe ich mir gesagt, nee, ich lasse mir das jetzt nicht gefallen, dass ich in der Öffentlichkeit dumm gemacht werde und dann komme ich privat und sage, ja, ich finde das nicht cool. Weißt du, da habe ich mir so gesagt, weißt du was, du machst mich jetzt öffentlich dumm, dann mache ich dich halt jetzt auch öffentlich, ja, weil ich habe ihn jetzt nicht öffentlich dumm gemacht, aber dann sage ich das halt auch öffentlich und fertig ist. Nun fandest. Man hätte drüber gesprochen, ich hätte dich wahrscheinlich verstanden, ich hätte mich öffentlich entschuldigt und das ganze Thema wäre gegessen. Stattdessen nutzt du wirklich jede Plattform, um gegen mich und gegen meine Community zu schießen. Warum muss das denn bitte sein? Ich meine, wenn du jetzt nur die Stories gemacht hättest oder nur die Reaction, dann wäre alles in Ordnung gewesen. Aber findest du das nicht selber ein bisschen extrem? Ja gut. Ob jetzt deswegen dann alles in Ordnung gewesen wäre, weiß ich auch nicht. Keine Ahnung, Mann. Dem, was du da gerade alles rausballerst? Just Nero habe ich zum Beispiel selber in meinen Videos immer wieder und wieder kritisiert. Auf Kuchen.tv Uncut ist sogar ein Video online, was Kritik an Just Nero heißt. Ich habe dann später sogar in der Instagram-Story ihn auch nochmal kritisiert. Ja, okay, ich möchte mal ganz kurz noch was dazu sagen. Tim hat auch so eine Story zu mir gemacht. Ja, und da habe ich das auch cool gesehen. Und alles war entspannt. Also ich persönlich würde jetzt zwar trotzdem nicht sowas schreiben, weil ich denke mir so, das könnte ich ihm halt theoretisch auch privat sagen, wenn mir irgendwas stört, aber ich weiß nicht, also vielleicht liegt das auch einfach an meiner Art, dass ich halt in der Öffentlichkeit Kollegen jetzt nicht unbedingt die ganze Zeit versuche schlecht zu reden, dass ich sie halt generell negativ erwähne. Ne? Also feiere ich halt nicht ganz so, das kommt mir so vor, als wäre man so von sich selbst überzeugt, dass man einfach der deutlich Bessere ist und der andere ist einfach schlechter und ist halt langweilig und doof. Also so kommt mir das rüber. Und wenn ich halt sowas sagen würde, keine Ahnung, dann gucke ich mir das an und dann würde ich das irgendwie ein bisschen unangenehm finden. Ich meine, das ist ja seine offene und ehrliche Art, das finde ich ja in Ordnung. Aber ich weiß nicht, ob man das bei Kollegen immer so extrem in die Öffentlichkeit raustragen muss. Und Just Nero hat dann nicht großartig rumgeheult, sondern wollte privat halt sogar Kritik von mir haben. Wir haben dann so ein bisschen hin und her geschrieben und die Sache war beendet. Nur Alpha Kevin macht halt gefühlt einen Krieg aus zwei Sätzen, die ihm nicht gefallen haben. Naja gut, wenn du das jetzt vergleichst mit den Videos bzw. mit der Reaction, ist es ja trotzdem nochmal was anderes gewesen. Du hast halt Just Nero kritisiert und bei mir bist du schon negativ ins Video reingegangen und hast dann die ganze Zeit versucht, gegen mich zu sein. Und das in der ganzen Reaction, also entweder habe ich da eine falsche Reaction angeguckt oder ich weiß auch nicht. Und wenn du schon damit kommst, dass wir ja so krasse Freunde sind, dann kann ich dich ja auch einfach mal fragen, aus welchem Grund du dann bitte mit ABK cool bist. Ich meine, der Typ versucht mich seit Jahren mit irgendwelchen Fake-Beweisen als Pädophilen hinzustellen. Findest du es okay, wenn deine Freunde von irgendwelchen YouTubern mit einer riesigen Reichweite als Pädophil hingestellt werden? Sind das Leute, mit denen du cool sein möchtest? Na, dann weiß ich ja, wie viel dir eine Freundschaft wert ist, oder? Einfach. Und das finde ich halt zum Beispiel schade, muss ich euch ehrlich sagen. Also jetzt einige werden sagen, die jetzt natürlich immer bei Tim sind und sowas. Es ist komplett verständlich, wenn ihr was gegen ABK habt. Alles in Ordnung, wenn ihr was gegen ABK habt und die Öffentlichkeit halt von ihm dann nicht so feiert. Aber ABK ist privat gesehen einfach ein unfassbar korrekter Typ. Ja, das ist so einer, den schreibst du an und der ist auch immer da, wenn es dir schlecht geht beispielsweise. Und ich finde, guckt euch das mal an. Ich stehe jetzt zwischen den zwei Stühlen, beziehungsweise wenn ich auf der ABK-Seite bin, bin ich automatisch gegen Kuchen.tv und wenn ich gegen Kuchen.tv bin, bin ich automatisch bei ABK. Also es ist egal, wie du es machst, du kannst es keinem recht machen. Wenn ich neutral bin ich laut Tim trotzdem ABK-Lutscher, weil ich ja ABK nicht fronte. Und das finde ich einfach schade so. Kann ich nicht mit ABK cool sein und mit Kuchen.tv cool sein? Ich meine, das sind doch deren Angelegenheiten. Ich habe mich noch nie in diese Sache mit ABK und Kuchen.tv, glaube ich, eingemischt. So, und was die beiden in der Öffentlichkeit gegeneinander sagen, da muss ich mich doch nicht einmischen und kann das doch einfach für mich bewerten und sagen, hier, ich verstehe mich mit beiden gut. So, ihr müsst mal auf das Zwischenmenschliche gehen. Aber das könnt ihr ja nicht, weil ihr ja ABK nicht kennt im Privaten. Würdet ihr ABK, und ich schreibe auch schon mit ABK, keine Ahnung, seit über einem Jahr, seit zwei Jahren, was weiß ich, würdet ihr ABK kennen, und auch wissen, wie der so menschlich drauf ist, würdet ihr wahrscheinlich ganz anders denken, als das, was ihr teilweise reinschreibt. Ja, weil viele schreiben jetzt rein, ja, wie kannst du nur gegen ABK, ABK verteidigen oder in Schutz nehmen oder was weiß ich, oder nichts gegen ihn sagen oder befreundet sein oder was weiß ich. Ja, ihr könnt es natürlich nicht verstehen, weil ihr nicht in meiner Lage seid. Trotzdem hat er Rufmord begangen, das ist halt Fakt. Ja, kann doch sein. Ja, da hat er Rufmord begangen, aber es ist doch nicht meine Angelegenheit, oder? Muss ich mich jetzt da einmischen und sagen, ja, das ist so und muss das jetzt bewerten? Ich verstehe deinen Punkt, aber trotzdem ist es unfair gegenüber Tim. Also kann ich mit Tim nicht cool sein, weil ich mit ABK schreibe
Und lieber beobachte ich das von außen. Ich muss auch sagen, und das hat mir auch wieder so einiges gezeigt, ich bin derzeit so eine Person, die Real Talk sehr, sehr objektiv an die Sachen rangeht. Ne? Also beide Seiten versteht. Ich verstehe natürlich auch, dass Tinder sauer ist. Ich verstehe aber auch, oder beziehungsweise man muss auch mich verstehen, dass ich mit beiden ganz guten Kontakt habe, beziehungsweise mit dem einen viel gemacht habe, mit dem anderen viel schreibe und so. Und demnach, ja, was soll ich machen? Was würdet ihr in meiner Situation machen? Soll ich jetzt sozusagen wie eine Freundschaft beenden? Würdet ihr eine Freundschaft beenden? So, stellt euch jetzt mal vor, ihr habt einen Freundeskreis und in dem Freundeskreis streiten sich zwei Leute. Und ihr müsst euch jetzt entscheiden, auf welcher Seite ihr steht. Und den anderen Freund verlierst du so oder so, weil der wird dann sagen, ja, wenn du jetzt zwischen uns beiden stehst, habe ich keinen Bock auf dich. Ja, ist das sinnlos, oder? Übrigens in einem Stream schon genau auf diese Frage geantwortet. Da sagt er Folgendes. Ich glaube, Kuchen hat sich auch verletzt gefühlt. Wenn du schon auf die Freundesschiene gehst, was ich verständlich finde, dann versetzt dich in seine Lage. Du hast jemanden verteidigt, der deinen eigenen Bro als pädophil darstellt und dauernd gegen ihn hetzt. Ey, Munition, ich bin mit ABK ungefähr genauso gut befreundet wie mit KuchenTV, ja. Also bin ich genau zwischen den beiden Stühlen. Was hat das bitte mit zwischen den Stühlen hängen zu tun? Junge, ja. Einer deiner Freunde wird von einem anderen öffentlich, fälschlicherweise als pädophil hingestellt. Es wird versucht, den kompletten Ruf deines Freundes mit falschen Tatsachen zu zerstören und ihn einen super ekligen Stempel aufzudrücken. Denn mit sowas spielt man normalerweise nicht. Das hat doch nichts mit zwischen den Stühlen stehen zu tun. Ist doch klar, dass man da nicht hinter dem Freund steht, der solche Lügen verbreitet, sondern sich da halt einschaltet und hinter dem Freund steht. Sind das Freunde, die du haben willst, die andere Kollegen von dir öffentlich mit Lügen komplett zerstören wollen? Ja, tolle Freundschaft auf jeden Fall, wenn dir sowas vollkommen egal ist. Auch okay, also er zwingt mich praktisch dazu, mich auf eine Seite zu stellen. Also ich muss mich auf eine Seite stellen, ansonsten bin ich kein Freund. Lustig, dass du sagst, dass du mit ABK genauso cool bist wie mit mir. Ich meine, wir haben schon zusammen auf Partys gechillt, du warst des Öfteren bei mir, wir haben gezockt, viel geredet, gemeinsame Formate gehabt, also Streams, Videos, etc. Und mit ABK hast du 50 Nachrichten ausgetauscht. Also, wenn du genauso cool mit ABK bist wie mit mir, dann ist das ja eine tolle Freundschaft von deiner Seite aus gewesen. Ist das nicht meine Angelegenheit, wie ich bewerte, wie Freunde sind? Also kann Tim bewerten, wie ich in Kontakt mit ABK stehe oder auch mit ihm stehe? Also vor allen Dingen, es macht ja noch weniger Sinn. Tim meinte ja, dass wir ja eh kaum in Kontakt sind und dass wir ja sozusagen eh keine Freunde waren und sowas, hat er ja in seinem Stream gesagt. Also es ist doch noch ein Grund mehr, dass ich dann sage, ja, ich stehe zwischen den Stühlen, weil zum einen habe ich mit Tim nicht so viel Kontakt. Wir sind Kollegen und wir haben auch damals was miteinander gemacht. Und ich stehe in Kontakt mit ABK, mit dem ich oftmals schreibe oder öfter was schreibe. Also stehe ich doch komplett zwischen den Stühlen, weil das eine ist im Jetzt und da verstehe ich mich gut und das andere, da wurde schon die Freundschaft sozusagen wie abgeschrieben. Keine Ahnung, so, ich weiß nicht. Also wenn es nach mir geht, ich würde jetzt nicht jemanden vor die Wahl stellen, also entweder du bist auf meine Seite oder du bist automatisch auf der gegenüberliegenden Seite und ich kann dich nicht mehr leiten oder sowas. Weiß ich nicht. Ist Quatsch, finde ich. Ist wirklich Quatsch. Sache, die ich halt ebenfalls mega uncool finde, ist, dass er mir dauernd vorwirft, dass ich seine Videoideen klauen würde. Was? Jeder kann seine Videothemen machen. Er macht halt ein Video zu Max Emre. Ich mache halt auch ein Video zu Max Emre. So, ich meine, ich weiß nicht, kann auch sein, dass der... Und hier wurden Dinge, by the way, weggelassen, ja. Ich habe nämlich gesagt, dass ich das nicht schlimm finde mit der ganzen Situation. Welche Dinge? Maxelim, ich werde das halt, wie gesagt, am Sonntag aufzeigen. Zum Beispiel der Anfang, ja. Ich habe am Anfang gesagt, dass ich gar kein Problem damit habe, wenn man sich gegenseitig inspirieren lässt. Aber er hat diesen Teil weggecuttet und hat einfach nur das jetzt gemacht. Er das so vorhatte, weil mir haben auch viele geschrieben, hier, Max Emre, guck dir das mal bitte an. Immer gesehen und hat sich dann gedacht, er macht auch ein Video dazu mit den gleichen Inhalten. Bei Max Emre habe ich... Und auch zum Schluss habe ich nochmal was anderes dazu gesagt. Und habe gesagt, dass inspirieren lassen doch gar kein Problem ist und ich da niemals ein Problem damit hätte. Mir ging es in der ganzen Thematik, und das hat Tim leider komplett rausgelassen, auch auf Instagram, ging es mir in der ganzen Thematik darum, dass Tim sich widersprochen hat. Er meinte zu mir, oder er hat mir vorgeworfen auf Instagram, dass ich kleinen YouTubern keine Credits gebe, von denen ich teilweise die Videos habe. Und dann habe ich aber, oder da habe ich gesagt, das ist doch ziemlich widersprüchlich, Tim, weil du genau das auch machst, ja. Also du siehst auch andere Themen oder auch Videos, wovon du dann Ausschnitte nimmst
und lädst sie dann bei dir hoch und gibst auch keine Credits. So, und das sind genau, das ist genau der Widerspruch. Ja, er wirft mir das vor, macht es aber letztendlich selbst nicht. So, und darum ging es mir. Und mir ging es nicht darum, dass man Dinge kopiert, dass man Dinge klaut. Es ging um diesen Punkt, dass man Credits gibt oder nicht Credits gibt, weil das ein Widerspruch war von ihm. Also finde ich zumindest. Habe ich schon vor Wochen Instagram-Stories gepostet, dass da ein Video kommen wird. Und Alpha Kevin guckt im Grunde auch eigentlich immer meine Story. Ich meine, ich könnte jetzt hier einfach sagen, dass du dieses Thema nur gemacht hast, weil ich das schon auf Instagram gepostet hatte. Ich meine, genauso kann ich den Spieß aber auch einfach mal umdrehen. Dein Video zum Mitreden kam einen Monat raus, nachdem ich ein Video zu Mitreden gemacht habe, was bei mir mega abgegangen ist. Nachdem ich ein Video über diese Corona-Schwurbler gemacht habe, die man in den Dokus so sieht, hast du 3 Wochen später... Jetzt geht er auf den Punkt ein, dass Videos kopiert werden. Also, er findet diesen Punkt eigentlich dumm mit Videos kopieren und wirft mir jetzt vor, dass ich seine Videos sozusagen auch kopiere. Er das aber halt auch nicht schlimm findet, genauso wie ich das nicht schlimm finde. Später genauso ein Video hochgeladen. Das gleiche machst du doch auch. Maxelim, wie gesagt, mir ging es gar nicht ums Video kopieren, aber das, wie gesagt, guck dir einfach am Samstag das Video an und fertig ist. Nachdem ich mit meinem Unge-Video ein Format gestartet habe, wo ich quasi die Geschichte von YouTubern erzähle, hast du mit großen Streamern plötzlich... Ja, weil du das auch gesagt hast. Ich weiß nicht, wie oft ich mich da jetzt noch ausdrücken soll und wie oft ich das jetzt noch sagen soll. Aber nein, habe ich nicht gesagt, ja. Aber am besten wirklich, ich zeige euch das von meinem Video, was ich dann hochlade. Oder was ich schon hochgeladen habe, aber was ich noch veröffentlichen werde. Damit ihr ganz kurz meinen Punkt versteht, was ich eigentlich mit meinem Video sagen wollte. Ja, das seht ihr schon mal einen kleinen Teil von meinem Video, damit ihr da schon mal Bescheid wisst, oder? Und hier geht es auch um Videos kopieren, okay, pass auf. Zeig. Ich hatte halt den Anfang und das Ende weggeschnitten, wo es eigentlich darum geht, dass es... Also pass auf, wir gucken uns jetzt nochmal das hier an, was Tim gesagt hat dazu. Ebenfalls mega uncool finde, ist, dass er mir dauernd vorwirft, dass ich seine Videoideen klauen würde. Was, jeder kann seine Videothemen machen. Er macht halt ein Video zu Max Emre. Ich mache halt auch ein Video zu Max Emre. So, ich meine, ich weiß nicht, kann auch sein, dass er das so oder so vorhatte, weil mir haben auch viele geschrieben, hier, Max Emre, guck dir das mal bitte an. Immer gesehen und hat sich dann gedacht, er macht auch ein Video dazu mit den gleichen Inhalten. Bei Max, also er stellt es jetzt so hin, als würde ich jetzt einfach nur behaupten, ey, der kopiert meine Videos und das regt mich auf. Also das ist jetzt faktisch der Punkt bei Tim. Emre habe ich schon... Okay, ich muss ehrlich zugeben, das kommt jetzt wirklich so rüber, als wird... Okay, pass auf, ich möchte gar nicht so viel von meinen Worten jetzt hier nochmal zeigen oder so, das können wir am Samstag schauen. Pass auf, und das habe ich eigentlich gesagt. Einen ganz anderen Bezug hat. Also keine Ahnung, ob man da... Naja, unterstellen will ich sowieso niemanden was. Jeder kann seine Videothemen machen. Er macht halt ein Video zu Max. Also jeder kann schon mal seine Videothemen machen, habe ich gesagt. Ja, das Emre. Und ich unterstelle ihm auch nichts. Ich mache halt auch ein Video zu Max Emre. So, ich meine, ich weiß nicht, kann auch sein, dass er das so oder so vorhatte, weil mir haben auch viele geschrieben, hier, Max Emre, guck dir das mal bitte an, der Typ ist absolut lost und... Und er hat halt auch eins gemacht. Das Ding ist, ich habe mich nie darüber beschwert, es hat mich auch nie abgefuckt. Ich wollte mit der Story endlich mal zeigen, dass mich auch Dinge aufregen können, auch wenn er mehr Abonnenten hat oder vielleicht... sich oftmals im Recht sieht. Also, ich sage selbst, dass es mich nie aufgeregt hat, dass Videos inspiriert werden und dass mich das auch nicht stört. Und das sage ich auch übrigens in der Instagram-Stories oder in den Instagram-Stories. Aber dieser Teil wird halt einfach rausgelassen, weil es ja dann sozusagen gegen ihn spricht. Naja, mir kam es so vor, dass du das indirekt unterstellt hast. Sonst hätte das keinen Sinn ergeben, warum du das überhaupt erwähnt hast. Weil Tim mir doch vorgeworfen hat, dass ich Videos von anderen sozusagen kopiere, beziehungsweise aus diesen Videos Ausschnitte verwende und ihnen dann die Credits nicht gebe. Das ist doch der Punkt. Und deswegen hat er da den Kritikpunkt gesetzt und ich habe dann darauf reagiert, beziehungsweise habe auch selbst gesagt, hier, das Gleiche machst du ja aber letztendlich auch. Das ist doch die Ausgangssituation. 2 Monate später das Gleiche gemacht. Ich will ihm mir nicht mal vorwerfen, dass er meine Themen oder Ideen geklaut hat, denn meiner Meinung nach kann man da nichts klauen. Wenn dich ein Thema interessiert oder du was ansprechen möchtest, dann go for it. Aber sich ständig so arrogant hinzustellen und zu sagen, das Thema hat er geklaut und das ist auch von mir, ist halt einfach mega dreist. Denn genauso kann ich dir wahrscheinlich noch 10 Beispiele mehr zeigen, wo ich Videos vor dir hochgeladen habe. Jeder auf YouTube lässt sich inspirieren und das ist doch auch überhaupt kein Thema. Und das habe ich ja auch gesagt, inspirieren, das ist doch alles entspannt. Aber wie gesagt, der Punkt, der wurde halt nicht mit reingenommen und so sieht es jetzt natürlich aus, als würde ich einfach nur Tim vorwerfen, dass er Videos von mir kopiert. So, what the fuck? Also es wäre ja sinnlos, wenn ich das jetzt ihm vorwerfen würde, dieses reine Video kopieren, wenn ich doch selbst weiß, dass ich auch Videos gemacht habe, nachdem er schon ein Video dazu gemacht hat.
Und ich meine, so Themen wie Max Emre oder Mitreden sind jetzt auch keine kleinen Nischenthemen von dem... Wieso hast du Max Selim gebannt? Auch ein geiler Punkt, der auch nicht reingenommen wurde. Pass auf, warte ganz kurz. Das war übrigens unter anderem ein Punkt mit Max Selim, den ich auch sehr stabil fand. Da wurde nämlich auch einfach eine Sache nicht eingeblendet, die ich auch ein bisschen schade fand. Warte. Blockiert und hat dann diese Instagram-Story abgegeben, wo er sich darüber beschwert hat. Ich habe diese Nachricht dann in meinem Stream vorgelesen. Wie gesagt, Alpha Kevin hat ja darauf reagiert und hat dann zu Max Selim Folgendes gesagt. Okay. Ich sag nur meine Meinung, sondern Tim ist ein richtiger Scheißfreund und behandelt einen wie ein Haarsohn. Achso, warte. Warte, ich sehe seh das gar nicht. Das ist genau das, was ich gesagt habe, ne? Ja, klar, Bruder. Klar, ist genau so. Ich hab's eigentlich noch viel schlimmer gesagt. Also, er hat ihn danach halt noch fertig gemacht im Sinne von so, oh, ihr labert alle nur Scheiße und lügt. Digga, Max Selim hat genau das 1:1 geschrieben, was du gesagt hast. Hat er eben nicht. Also Max Selim hat gesagt, dass KuchenTV für mich wie, oder dass er so, wie so ein Scheißfreund ist. Und er mit mir redet, als wäre ich ein Hurensohn. Es ist nicht 1:1 gesagt so. Weißt du, wie toxisch das rüberkommt, wenn man noch sagt, ja, das ist wie ein Scheißfreund? Das habe ich nie erwähnt. Ich habe nur gesagt, er redet mit mir, als wäre ich ein Hurensohn. Und das war's. So, natürlich, das bringt es noch viel toxischer rüber. Und das ist ja nicht nur bei Max Selim gewesen, das waren einige andere Zuschauer, die es ebenfalls falsch rübergebracht haben. So, und pass auf, was nicht erwähnt wurde, war der Fakt, dass ich Max Selim nie gebannt habe. Ja, pass auf. Also er stellt es jetzt so hin, als würde ich jetzt Max Selim einfach wegbannen und fertig ist. Also was habe ich eigentlich zu Max Selim gesagt? Hey, nein, ihr müsst ihn nicht bannen oder so. Ihr müsst jetzt nicht Max Selim bannen. Tobi, bitte. Es ist unnötig jetzt, irgendwie jemand deswegen zu bannen. Also ich sage, nachdem Max Selim gebannt wurde, zu meinem Mod, entbann den. Nach nicht mal 15 Sekunden. Ja, Max Selim wurde gebannt von einem Mod, wo ich nicht wollte, dass er gebannt war. Oder gebannt wird. Also Tobias Spreer ist auch gerade am Start, der hat ihn einfach gebannt. Ich finde das auch nicht nice, Tobi, da müssen wir wirklich, ohne Scheiß, denk wirklich drüber nach, wann du wen bannst und so, es muss nicht sein, ja. Auch wenn es dir manchmal nicht passt und so, bannen wirklich nicht jeden, das ist da wirklich, das bringt nur negative Stimmung, man sieht es ja jetzt. Aber in Mod von mir bannt jemand weg und ich sag direkt, entbann den wieder, das bringt nichts. So, aber das wird halt auch zum Beispiel rausgelassen, weißt du? Weißt du, wie ich meine? Das ist halt, ich find's schade, weil das ist ja ein wichtiger Punkt. Jetzt steht's so da, als würde ich einfach sagen, ja, also ich habe Max Selim weggebannt, weil mir seine Meinung nicht gepasst hat. Was falsch ist, weil darum geht's mir gar nicht. Und ich habe auch nie die Meinung weggebannt. Wenn man nichts mitbekommen hätte. Bestimmt gibt es ein Video von dir, wonach ich dachte, ey, dazu möchte ich auch was sagen. Das gleiche gab es aber andersrum bestimmt auch schon mal. Es ist doch absolut in Ordnung. Niemand klaut hier irgendjemanden irgendwas. JustNeros 3 YouTuber zu irgendwas ist eventuell von meinen 3 abgestürzten YouTubern inspiriert. Richtig, na ja. Und selbst wenn das so ist. Selbst bei mir, die 3 YouTuber, die sich zerstört haben, ist genauso abgewandelt. Ist. Wen juckt das denn? Lass ihn doch einfach machen und gut ist. Mich so hinzustellen, als würde ich die ganze Zeit deine Videothemen klauen, ist halt wirklich absolut schwach und dreist meiner Meinung nach. Was ich halt ebenfalls überhaupt nicht... So. Warte, was? Videothemen klauen, einfach machen und gut ist. Mich so hinzustellen, als würde ich die ganze Zeit deine Videothemen klauen, ist halt wirklich... Also erstmal habe ich die ganze Zeit die Videothemen klauen. Warte mal ganz... Also... Ich habe bisher zweimal, bin ich überhaupt auf das Videothema eingegangen, auf dieses Video inspirieren lassen und sowas. Es war auf Instagram und auf Twitch in der Reaction. Also die ganze Zeit einfach. Also einfach zweimal. Zwei ganze Male im Leben. Das ist brutal. Absolut schwach und dreist meiner Meinung nach. Was ich halt ebenfalls überhaupt nicht... Und da... Stimmt, der Kontext noch nicht mal richtig. Korrekt finde, ist die Tatsache, dass er es in seinem Video so hinstellt, als hätte ich ihn nur kritisiert, weil er nicht gegen ABK gehetzt hat. Also wirklich gehetzt, das sagt er öfters in seinem Video. Und mich nicht nur gegen ABK aufgestellt, um gegen ihn zu hetzen stellen und sagen, wie schlimm das ist und nochmal ordentlich dagegen hetzen. Das macht man nicht, wenn man privat eigentlich miteinander cool ist. Umso mehr belastend fand ich aber wieder im Gegensatz, dass ich aufgrund dessen, dass ich halt nicht nur gegen ABK gehetzt habe, jetzt plötzlich ein Verschwörungstheoretiker war oder ich halt ein Lutscher von ABK bin. Alpha Kevin. Du wirst ja hier drauf reagieren. Oh, bitte pausiere jetzt das Video und erklär mir bitte, wie du darauf kommst, dass ich in irgendeiner Art und Weise von dir verlangen würde, dass du gegen ABK hetzt. Okay, also ich kann euch jetzt schon mal sagen, das Wort hetzen war falsch ausgedrückt. Ja, es war ein bisschen zu übertrieben von meiner Seite aus. Wenn man das jetzt wirklich laut Wort oder nach Wortdefinition so sieht, hat Tim natürlich recht. Ja, es war natürlich nicht mit, es ist nicht mit Hetzen gemeint und sowas.
Aber wie wir ja schon gesehen haben, erwartet Tim, dass ich mich gegen ABK aufstelle, damit ich praktisch mit Tim cool sein kann. Weil solange ich ABK als neutral ansehe oder mich nicht auf die Seite von Tim stelle, ist man halt kein Freund für Tim. Und dementsprechend habe ich dann halt so reagiert, beziehungsweise das Wort hetzen noch so genannt. Ist jetzt falsch gewesen, dass ich hetzen gesagt habe. Ich hätte auch sagen können, dass ich ABK nicht gut finde oder mich auf Grune vor Seite stelle und ABK ist ein Doofmann. Ja, das hätte ich also sagen wirklich sollen. Falschinformationen, Verleumdungen gegen ihn in ein Video packst, um ihn zu schaden. Erkläre mir das mal bitte. Du kannst ABK verteidigen, wie du möchtest. Das ist mir ehrlich gesagt komplett egal. Aber gerade von einem Meinungsblogger wie dir. Ich finde es auch mit dem Verteidigen immer geil. Ich meine, gut, das Video kommt vielleicht so rüber wie eine Verteidigung, weil ich auch aus der Sicht von ABK rede. Aber es ist nicht das, was immer viele wollen. Objektivität, mehrere Blickwinkel und nicht nur immer nur eine Sichtweise. Warte ich dann nicht. Eigentlich auch, dass du gute Argumente bringst. Und nichts von dem, was du gesagt hast, hat in irgendeiner Art und Weise Sinn gemacht. Nehmen wir zum Beispiel einfach mal die Sache mit TJ Sprachnachricht. Also ich sage sogar extra noch öffentlich, dass ich bloß den Blickwinkel von ABK in diesem Video zeigen wollte, weil einige es nicht verstanden haben, dass er so toxisch reagiert hat. Mir ist schon klar, dass du das aus der Sicht von ABK gesagt hast. Aber selbst diese Begründung, die du für ABK raushaust, macht halt einfach null Sinn. Jetzt immer eine Begründung deswegen, weshalb ABK vielleicht so reagiert hat. Also stell euch jetzt mal vor, da kommt einer zu dir, der dich jetzt schon mehrfach kritisiert hat und sagt, er möchte ein Video gegen dich machen, möchte dich hops nehmen. Und dann sind die letzten paar Worte von dieser Sprachnachricht diese hier. Schönen Abend. Ich meine, Bro, du sagst, dass du ABK verstehen kannst, weil TJ ihm in der Sprachnachricht einen schönen Abend gewünscht hat. Ja. Bro, TJ will ein ganz... Ja, ich glaube, Tim versteht meinen Punkt in der Situation nicht. Dass ich in der Lage von ABK, ja, also ich betrachte den Blickwinkel jetzt mal von ABK. ABK schiebt gerade Hasskeks gegen Tim Jacken und gegen die Leute, die gerade E-Videos gegen ihn machen. Dann kommt ein Tim Jacken, macht eine Sprachnachricht zu ABK, wo der ganz freundlich und cool sagt, wie er jetzt ein Video gegen ihn machen wird und dass er noch mehr Stellung beziehen kann. Und ich habe jetzt für ABK sozusagen oder für ABK aufgezeigt, dass es doch klar ist, dass ABK getriggert ist. Man weiß ganz genau, dass der gerade sehr emotional ist, dass er gerade wirklich viel Hasskick gegen manche YouTuber schiebt und dass jetzt bestimmt keine friedlichen Worte für ihn rüberkommen. Und natürlich triggert so eine Sprachnachricht. Also ich weiß nicht, wie ihr das so seht, aber ich finde, es ist halt ganz klar, dass so eine Nachricht triggert. Ja, es ist journalistisch korrekt gewesen, was Tim Jacken gemacht hat. Und das habe ich auch nie kritisiert. Aber es ist auf der Gegenseite komplett provozierend. Also diese Sprachnachricht ist brutal provozierend für ABK. Und demnach kann ich verstehen, dass ABK definitiv getriggert war. Was ich nicht verstehen kann, ist natürlich wieder die Beleidigungen. Aber ich kann verstehen, dass er aufgeregt war. Also ich kann, wie gesagt, ich kann beide Seiten verstehen. Journalistisch korrekt arbeiten auf der einen Seite. Aber ich habe die andere Seite aufgezeigt. Weil sonst nie die eine Seite... Oder wer hat jemals die Seite von ABK in diesem Moment aufgezeigt? ABK wird doch dann bloß runtergemacht. Ja, hier, warum reagiert er so? Wie kann man da so toxisch sein? Ich meine, TJ wollte Ehrenmann, wollte nochmal, dass er dazu Stellung bezieht. Der hätte sich ja auch rausreden können. Aber auf der anderen Seite wird halt nicht gezeigt, dass diese Sprachnachricht einfach eine Provokation gefühlt war. Ganz normales, sachliches Kritikvideo gegen ABK machen und wollte eine Stellungnahme haben. Warum sollte er ihnen denn keinen schönen Abend wünschen? Danach sagst du übrigens Folgendes. Also würdest du jetzt sagen, jo, voll korrekt von dir, dass du dich meldest und vor 200.000 Menschen mich jetzt öffentlich hops nimmst. Ich wünsche dir natürlich auch noch einen schönen Tag und wir können natürlich ein Interview führen, da sage ich dir nochmal ganz genau, wie dumm ich eigentlich bin. Hier kritisierst du ja grundsätzlich... Ja, ich sag bei Lieferando auch immer schönen Abend, auch wenn ich kein Trinkgeld bekomme. Was hat das bitte damit zu tun, Yatu? Das ist ja eine ganz andere Situation. Also ob du jetzt, ich meine, das ist Lieferando, du kannst ja jetzt nicht Leute, die sich nicht leiden können, mit Lieferando und dir vergleichen. Das ist ja, das kannst du ja nicht machen. Das ist ja nicht möglich, das überhaupt zu vergleichen. Schönen Abend im Streit sagen darf man dich. Natürlich darf man das, aber man muss davon ausgehen, dass der Gegenüberliegende das provozierend findet. Selbstverständlich. Zumindest wie man es rüberbringt. Und natürlich war das schon auf der anderen Seite dann provozierend zu verstehen. Sich die Nachricht von TJ an... Also keine Ahnung so, ich meine, vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich sehr viel Empathie gegenüber anderen Menschen auch habe und mich gut in Lage oder in Situationen hineinversetzen kann. Weiß ich nicht. ABK, denn warum sollte ABK darauf eingehen, wenn er vor 200.000 Menschen schlecht geredet wird? ABK wäre ja mega dumm, wenn er darauf eingehen würde. Obwohl so eine Stellungnahme halt auch positive Auswirkungen haben kann, aber nun gut. Ich habe vor allem mein Video ja... Warte, habe ich das in meinem Video gesagt?
In meinem zweiten Video habe ich das gesagt, dass ich nie das nie schlimm fand oder das nie als Punkt gesehen habe oder als negativen Punkt gesehen habe, dass TJ journalistisch korrekt gearbeitet hat. Mir ging es dann nur darum, aufzuzeigen, dass auch auf der anderen Seite die Reaktion verständlich sein kann. Darum geht's doch. Ich meine, einen Satz vorher sagst du Folgendes. Ja, es ist an sich wirklich korrekt, was TJ da macht. Er hat sich ja nochmal gemeldet, es ist alles cool. Und das macht halt überhaupt keinen Sinn, denn du kritisierst die komplette Aktion von TJ und verteidigst ABK. Wie gesagt, hat TJ hier journalistisch 1A gearbeitet. Und selbst wenn ABK so denken würde, wie du das in dem Video gesagt hast, wäre das halt immer noch wack und überhaupt keine Verteidigung für sein Verhalten. Deswegen habe ich auch das Lutschst du bei ihm gesagt, denn dieses Argument... Oh, Junge, Maxelium. Junge, wie... Alter, ich weiß nicht, ob du irgendwie einen Aufnahmekasten hier im Kopf hast, dir die Worte von KuchenTV dir eingespeichert hast und jetzt das 300 Mal in den Chat reinschreibst. Junge, er schreibt 1000 Mal jetzt rein, ja, aber schönen Abend wünschen geht nicht. Hehehehe. Wie kann man nur so dumm sein? Oh, Junge, und dann beschwert er sich, dass er hier aus Versehen von einem Mod mal gebannt wird. Ey, ja, das war 3 Mal oder so. Ich schreib's doch 1 Mal, ich hab's doch gesehen. Ich guck die ganze Zeit in den Chat und das siehst du doch auch. Also ich meine, man... Ich hab's doch gerade 3 Mal begründet, ja? Kannst du nicht einfach aufhören, danach nochmal sowas zu schreiben? Es juckt doch gerade niemand, was du dazu sagst. Moment, und dieser Gedanke ist halt sowas von unfassbar schlecht, dass ich mir das nicht anders erklären kann. Sich zu beschweren, weil jemand nachfragt, bevor er ein kritisches Video über jemanden macht, ist halt einfach nicht hatebar, weil das halt einfach... Ich hab's auch nie gehatet. Hab ich je gehatet, dass Tim dort eine falsche Aktion gemacht hat? In meinem zweiten Video sag ich... explizit, es ist doch in Ordnung, dass du das gemacht hast, oder dass TJ das gemacht hat. Das sage ich mal im zweiten Video ausdrücklich nochmal. Nee, warte mal, habe ich das, oh mein Gott, oder ist das jetzt in einem Video, was noch nicht online ist? Doch, du hast TJ gehatet. Okay, dann habe ich TJ gehatet. Nicht, dass das in dem Video ist, was noch gar nicht online ist, ja. Ich wollte nämlich eigentlich morgen ein Video rausbringen, was noch nicht zu der KuchenTV-Thematik angeht, sondern zu was anderem. Scheiße, das wäre jetzt peinlich, wenn ich das Video noch nicht online hätte. Oh, scheiße. Kannst du dir vorstellen, einen KuchenTV-Mate öffentlich darüber zu reden? Ja. Ich sag mal so, es treibt jetzt keinen Keil zwischen uns, die Situation. Das ist halt jetzt gerade einfach nur ein Schlagabtausch und man kann jetzt öffentlich mal gegenseitig sich fronten bzw. Kritik üben und mehr ist es wirklich nicht. Einfach genau das ist, was man theoretisch vor so einem Video machen sollte. Hier kommt es mir halt so rüber, als wenn du ABK irgendwie aus Krampf verteidigen möchtest, denn so wie ABK darauf eingegangen ist, ist das nun mal einfach nicht zu verteidigen. Auch das mit Reefed hat er nicht so ganz verstanden. Oh, jetzt, wie gesagt, ja. Ich sehe es auch so, dass Reefed da beleidigt hat immer noch, aber es gibt ja trotzdem halt viele, die halt sagen, ja, mit dem Kontext und so weiter ist es was anderes, hat ja sogar meine Freundin gesagt. Sagen, ja, mit dem Kontext und so weiter ist es was anderes, hat ja sogar meine Freundin gesagt. Du sagst ja gerade selber, dass du das auch so siehst, dass Reefed ABK beleidigt hat. Und in meinem Punkt ging es ja nur darum, dass Reefed ABK beleidigt hat. Und zum Schluss findest du meine Worte schwach, weil deine Freundin das im Kontext betrachtet hat? Ja, wir beide denken da gleich. Aber du wirfst Nick hier Doppelmoral vor, weil er die Information weggelassen hat, dass Reefed ja zuerst beleidigt hat. Er lässt also quasi den Kontext weg und deswegen ist er doppelmoralisch unterwegs. Aber du machst halt exakt das Gleiche. Nein. Denn Reefed... Nein. Jetzt. Bei meinem Punkt ist es scheißegal, ob der Kontext drin ist oder nicht. Außer es wäre ein Zitat. Der Punkt ist, Reefed hat gesagt, ABK hat Hurensohnsein studiert. Also ist es eine Beleidigung. Neek hat es so dastehen lassen, als hätte ABK aus dem Nichts Reefed beleidigt. Das sind 2 komplett verschiedene Sachen. Bei dem einen ist es wichtig, den Kontext zu betrachten. Bei dem anderen ist es einfach eh eine Beleidigung. Ob mit Kontext oder ohne Kontext, es ist halt eine Beleidigung. Ja, aber KB-Fan schreibt jetzt gerade, Reefed hat sich darauf bezogen, dass ABK die ganze Zeit das H-Wort gesagt hat. Deswegen hat sie gesagt, dass er H-Sein studiert hat. Und ist eine Beleidigung. Ich meine, wenn wir schon die ganze Zeit auf Fakten gehen und Tim stützt dich die ganze Zeit auf Fakten, dann muss er hier jetzt auch faktisch bleiben und auch einsehen, dass das ja eine Beleidigung ist. Und er sieht es ja selber so. Also es ist halt eine Beleidigung. So egal wie du siehst, bleibt es eine Beleidigung. So, und darum geht's. Und nicht um, ja, aber man hätte das interpretieren können. Nee, hätte man nicht. Weil sie das halt gesagt hat. Auch wenn es ein Versprecher war, hat sie dort beleidigt. So Ende aus. So, das ist, da kann man eigentlich nicht noch weiter diskutieren, weil es ist halt, ja, was willst du dazu sagen? Das ist halt Fakt.
hat ein bisschen länger darüber gesprochen, als den einen Satz, den du eingeblendet hast. Was wahrscheinlich einfach nur die Story von ABK war und du einfach nicht weiter recherchiert hast. Sie hat generell über das ganze Thema geredet und dass man ja ohne Studieren nichts ist laut ABK. Und wenn man den ganzen Kontext hat, dann kann man nun mal zu dem Entschluss kommen, dass Reeft ihn halt nicht als Haarsohn beleidigt hat. Ich persönlich sehe es so, ich habe dir meine Freundin als Beispiel genannt, um zu zeigen, dass... Ja doch, ist ja dann im Prinzip trotzdem so. Weil sie es ja trotzdem gesagt hat. Dass es halt zwei Meinungen gibt. Aber du lässt absichtlich diese Informationen weg und sorgst damit dafür, dass sich keine normale Meinung gebildet werden kann, da wichtige Informationen von dir unterschlagen werden. Damit gibst du den Leuten gar nicht die Möglichkeit, sich eine objektive Meinung zu bilden, da du nur die Informationen zeigst, die dir halt helfen. Und das ist halt schwach. Beziehungsweise ist es schwach, wenn du Nick für das Gleiche kritisierst. Was ich halt auch mega uncool finde, ist die Tatsache, wie er über meine Community rantet. Und zwar so hier. Und fast jeder deiner Zuschauer schreibt auf einmal genau das Gleiche rein, was du gerade eben... Der Typ ist der Beste aller Zeiten. Der hat dir dann noch auf Twitter geschrieben, der hat wieder auf Twitter irgendwas gesagt. Und dann hat er noch gemeint, er wird grundlos gebannt und sowas. Obwohl der Real Talk nur Scheiße geschrieben hat. Das ist Wahnsinn. Ja, der geht auf alle Plattformen und schreibt dort nur Scheiße gegen mich rein. ...gesagt hast, obwohl du gerade eben meinen Punkt nicht verstanden hast. Weil wenn man sich jetzt einfach mal seinen Twitch-Chat ansieht, dann sieht man einfach, wie negativ seine Zuschauer gegen mich eingestellt sind, obwohl wir eigentlich mega gut miteinander sind. Ja, wow. Meine Community steht auf mein... Muss ich aber an der Stelle sagen, war jetzt kein guter Punkt von mir. Bin ich euch ehrlich. Also es ist halt auch so ein unnötiger Punkt, den ich da aufgegriffen habe. Ne? Das muss ich jetzt an der Stelle sagen. Fällt mir auch jetzt nochmal auf, weil, keine Ahnung, natürlich eine Community steht hinter der Person, die da im Stream ist. Und fertig ist. Ja, war dumm von mir. Muss ich an der Stelle wirklich sagen. Aber ja, da muss ich an der Stelle auch sagen, wenn jetzt Tim dagegen spricht, wobei ich weiß, dass er dagegen spricht, ist ein dummer Punkt gewesen. Brauchen wir nicht drüber reden. Einer Seite. Ach nein, was wirklich? Also damit hätte ich jetzt ja wirklich gar nicht gerechnet. Vor allem sind bei den Screenshots teilweise kaum Leute gegen ihn. Also keine Ahnung, warum du sowas eingeblendet hast. Ja, schon. Ich habe trotzdem, also erstmal habe ich nicht die Screenshots alle aneinander angefügt, damit das jetzt alles auf einmal so aussieht, als wären da nur Beleidigungen drin, sondern ich habe einfach Screenshots genommen, die auch wirklich so zu der Zeit passiert sind. Und ja, wie gesagt, vielleicht, das liegt, aber ich denke, da liegt es halt auch wirklich auf dieses emotionale Ding. Weil mich der Chat so aggressiv gemacht hat. Weil ich auf den Chat, das ist aber auch dumm, warum gehe ich überhaupt auf den Chat ein? So, ich gehe gerne auf meinen Chat ein, aber warum gehe ich auf Tims Chat ein, wo ich ganz genau weiß, auch in anderen Reactions, dass die Leute keinen Bock auf mich teilweise haben. Ne? Das eine Mal, da hat zum Beispiel, das war auch geil, ne? Da habe ich bei Tim reingeschaut, da wollte er auf ein Video reagieren und der Erste, der reingeschrieben hat, ich weiß nicht, wer das war, hat geschrieben, na toll, wenn jetzt ein Video mit Alpha Kevin beginnt, da hat man schon wieder gar keinen Bock drauf. Also die Leute, da gibt es den einen oder anderen, der da schon direkt am Anfang gar keinen Bock auf mich hat. So, Hast. Sich so in die Opferrolle zu stellen, indem man sagt, der Chat ist ja komplett gegen mich, während ich kritisiert werde, ist halt einfach absolut peinlich. Denn hast du dir mal deinen Chat angeguckt, während du gegen mich gesprochen hast? Ja, wie zum Beispiel, das ist halt jetzt hier so zusammengetragen. Also er hat jetzt hier von mehreren Minuten Zeit, hat er die halt alle reingesetzt. Deswegen ist der Abstand hier auch unterschiedlich. Häuser, die Sekunden versehen, braucht nur Aufmerksamkeit. Das stimmt, Seli. Ja, Sie? Aufmerksamkeit. Du hast ADHS, Bruder. Wurde gerade diagnostiziert von Alpoholix. Ich wurde bei der Kuh getimeout, hab nicht gehetzt. Wobei, das ist jetzt kein negativer, oder an sich negativer Kommentar. KuhNV ist wirklich eine linke Ratte. Keine Ahnung, was das für ein Kommentar sein soll. Ich wüsste jetzt aber, warum... Er meinte, dass er halt eine falsche Person ist, oder wie, aber... Würde ich jetzt auch nicht sagen. Ich meine, wie gesagt, er hat halt ehrlich seine Meinung gesagt und war dabei halt toxisch. Würde ich jetzt deswegen nicht sagen, dass er eine linke Ratte ist. Vielleicht ist er nur einfach so ein extrem ehrlicher Mensch, dass es andere Personen nicht ganz nachvollziehen können. Da waren die Leute halt genauso gegen mich negativ eingestellt. Es ist doch klar, die Leute feiern jemanden, feiern dann wahrscheinlich auch die Meinung von dieser Person mehr und natürlich sind sie dann eher negativ gegen die kritisierende Person eingestellt. Das ist bei meinem Chat... Junge, warte mal ganz kurz. Khaled, Bruder. Mit CK. Ekelhaft mit CK. Ey, aber manchmal bin ich auch Brain AFK, da kann ich das auch nicht ganz so unterscheiden. Aber meistens sieht es dann mit CK halt einfach scheiß aus. Wie er meine Zuschauer behandelt, geht halt einfach meiner Meinung nach gar nicht fit. Und zwar hat er am Anfang von seinem Stream Folgendes gesagt. Wenn man befreundet ist, dann hat man auch so zu reden, als wäre man befreundet und nicht als wäre man
So. Mein Moderator Maxelim wurde daraufhin in seinem Chat blockiert und hat dann diese Instagram-Story abgegeben, wo er sich darüber beschwert hat. Ich habe diese Nachricht dann in meinem Stream vorgelesen. Wie gesagt, Alpha Kevin hat ja darauf reagiert und hat dann zu Maxelim Folgendes gesagt. Okay. Ich sag nur meine Meinung, sondern Tim ist ein richtiger Scheißfreund und behandelt einen wie ein Haarsohn. Ja, Maxelim, Bruder, das ist genau das, was ich gesagt habe, ne? Ja, ja, klar, Bruder. Klar, ist genau so. Ich hab's eigentlich noch viel schlimmer gesagt. Er hat ihn danach halt noch fertig gemacht im Sinne von so, oh, ihr labert alle nur Scheiße und lügt. Digga, Maxelim hat genau das 1:1 geschrieben, was du gesagt hast. Ja, hat er halt eben nicht. Und darum ging's ja. Nein, Maxelim, es geht nicht darum mit diesen, ob als wäre man ein Hurensohn oder wie ein Hurensohn. Es geht darum, er behandelt einen wie so ein richtiger Scheißfreund. Einfach noch so extra nochmal negativ konnotiert, damit man möglichst beschissen rüberkommt, weißt du? Das Problem ist, das macht das noch toxischer. Das war auf dieses, wie ein beschissener Freund war das gemeint. Oder darauf war es bezogen. Und nicht wie oder als ob oder was weiß ich. Wie ich hier auch gerade eingeblendet habe. Ja, was kann ich abschließend dazu sagen? I don't know, ob du beschissen gesagt hast. Ja, hab ich ja nicht gesagt. Darum geht's doch. Und deswegen habe ich auch so drauf reagiert. Ja, weil guck mal, du kommst hier rein in meinen Stream, behauptest halt irgendwas, wirst halt kurz gebannt, wofür ich nichts kann. Ich sag, entbann mal wieder, dann wurdest du entbannt. Dann gehst du rüber zu KuchenTV und sagst, Alter, ich wurde bei Alpha Kevin gebannt. Dann erzählst du bei KuchenTV noch irgendwelche Sachen oder fügst irgendwelche Dinge hinzu, damit Tim das halt extra falsch auffasst oder beziehungsweise noch toxischer auffasst. So, darauf habe ich halt keinen Bock. So, also ich weiß nicht, wie viel Langeweile man da haben kann. Kevin sagt auf der einen Seite zwar das hier, aber wenn man gut miteinander ist, dann muss man nicht jede einzelne Aktion in der Öffentlichkeit extra nochmal zur Schau stellen und sagen, wie schlimm das ist und nochmal ordentlich dagegen hetzen. Das macht man nicht, wenn man privat eigentlich miteinander cool ist. Aber sobald man kritisiert wird, auch wenn es ein bisschen zu hart gewesen ist, gibt es halt direkt 100 Stories, 50 Reaction und ein komplettes Video gegen dich, dass ich eine zu harte Wortwahl getroffen habe und dass die Reaction auch insgesamt vielleicht ein bisschen zu negativ gewesen ist. Das sehe ich absolut ein und dafür entschuldige ich mich, wie gesagt, auch. Aber dass Alpha Kevin halt dann nicht mal irgendwie den privaten Weg geht, wenn wir doch so krasse Freunde sind und er erstmal fragt, warum ich so reagiert habe, sondern halt direkt jede öffentliche Plattform dafür ausnutzt, um halt gegen mich Welle zu schieben, dann ist das halt einfach mega doppelmoralisch und halt vor allem kindisch. Denn diese ganze Sache hätten wir... Ja, ich kann das verstehen, wenn Leute sagen, es war übertrieben, zu 1000%, möchte ich gar nicht abstreiten. Aber wie ich schon vorhin gesagt habe, ich wollte halt, dass er selbst drauf kommt. Sich dafür zu entschuldigen. Und jetzt in dem Stream und jetzt in dem Video hat er das ja gemacht. Also von daher ist da ja alles entspannt. Nur das Ding ist, mir kommt das dann immer so rüber. Pass auf, wenn jetzt über mich so geredet wird. Und ich finde es eigentlich nicht nice, dass über mich so geredet wird. Dass jemand anfängt, schon so zu provozieren. Und der andere, der provoziert wurde, der muss es dann privat klären. Und darauf hatte ich keinen Bock. Ich hatte Bock, ihm das jetzt auch mal öffentlich mitzuteilen, dass es einfach nicht okay ist. Ja. Und deswegen, es wurde öffentlich provoziert und es wurde öffentlich dagegen vorgegangen. So. Dementsprechend wurde sozusagen beides öffentlich gemacht und fertig ist. Ende des Liedes ist, dass Tim ein Video zu mir gemacht hat. Ich mache ein Video zu ihm und dann war's das. Und dann geben wir uns die Hand, küssen uns beide auf die Arschbacken und dann trinken wir ein Bierchen zusammen. Wobei ich trinke kein Bier. Dann trinken wir halt ein Wodka Energy zusammen. Wir uns sparen können, wenn du vielleicht einfach gesagt hättest, dass das zu viel gewesen ist. Wir hätten das in einem Telefonat in 2 Minuten geklärt und das wäre es gewesen. Stattdessen machen wir jetzt wahrscheinlich 10 Videos gegeneinander. Super Alpha Kevin. Finde ich. Da macht der Liebe zu zweit, so sieht's aus. Nice. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Okay, thanks, bye. Ja, also, wie gesagt, einige Dinge wurden auch aus dem Kontext gerissen, ja, weshalb ich das Video nicht unbedingt so wild fand. Also sagen wir es so. Relativ viele Sachen wurden halt zum einen falsch interpretiert oder mit Absicht falsch interpretiert, weil ich angeblich ein ABK halt extrem verteidige. Und Dinge wurden auch teilweise ausgelassen. Und deswegen fand ich das Video auch nicht unbedingt sehr wild. Wie gesagt, ich werde das am Samstag nochmal ein bisschen klarstellen. Das Ganze wird auch komplett sachlich sein. Ich werde da weder irgendwie brutal negativ eingestellt sein. Das Ganze wird eher... Einfach, damit man meine Sicht sieht, ja? Und ihr könnt danach trotzdem noch Tims Sicht sein, falls ihr Tims Sicht seid, keine Ahnung, oder ihr betrachtet es auch neutral. Ich habe damit auch gar kein Problem. Ich möchte mich einfach nur kurz dazu äußern, oder beziehungsweise es geht 20 Minuten das Video, ich möchte mich lang dazu äußern, wie meine Sicht der Dinge sind. Und jetzt nach diesem, das Ding ist halt, als ich mir das Video so angeguckt habe, gestern, dachte ich mir, natürlich sind die Leute auf Tims Seite.
und sind jetzt alle gegen mich und feiern mich halt gar nicht und was weiß ich, wenn er natürlich nur diese eine Sicht zeigt. Ich meine, das ist klar. Wäre ich jetzt ein Zuschauer von Tim... Noah hat immer recht. Noah nervt mich nicht und Olli, du Keck. Danke. Und, Timti, danke für den Sub. Wäre ich jetzt ein Zuschauer... Kuss geht raus, wirklich vielen Dank. Also wäre ich jetzt ein Zuschauer von Tim und würde mich mit Alpha Kevin nicht auseinandersetzen und hätte davon noch nichts gehört und würde nur das Video angucken, natürlich würde ich dann auch sagen, Junge, was ist Alpha Kevin denn für ein Keck? Was macht der für eine Scheiße? Ist der dummes Fuck? Natürlich würde ich so denken. Zu 1000%. Deswegen, mich stört das auch nicht, dass da negative Kommentare kommen, weil ich kann es halt nachvollziehen. Aber deswegen will ich mich nochmal dazu äußern und dann ist fertig. Und es ist dann auch absolut unnötig, sich irgendwie anzubiefen im Stream-Chat. Das ist sowieso das Geiste. Ich persönlich kann euch beide verstehen. Jeder hat Punkte, die nachvollziehbar sind, aber auch welche, die nicht so argumentiert sind. Ja, safe, auf jeden Fall.